Ey, dein Haus brennt einfach, Leontine. Nein. So, Leute, jetzt feiere ich erstmal mein Silvester mit den ganzen Knallern, die ich hier alle habe. Schaut mal, hier ist noch so eine Kiste. Und wir haben noch im Kofferraum richtig viele Batterien. Wir haben schon hier das ganze Hotelzimmer aufgeräumt. Schau mal hier. Ja, hier ist richtig krass. Alter, hier ist alles zerfetzt, ne? Ja, ja. Ey, zeig mal vom Balkon, was die da geht's auch richtig ab. Hier knallt's auch schon richtig. Ja. Schaut euch das mal an hier. Alter. Berlin geht schon richtig ab hier. Ich bin ein Berliner. Genau. Let's go. Pam. So, Leontine, lass jetzt mal rausgehen, ne? Jetzt wird es. Ich feier jetzt erstmal mein ganz alleines Silvester in Berlin. Genau, Leute. Ohne Eltern. Das geht jetzt richtig ab hier. Genau. So, Leute, wir gehen jetzt raus. Ganzen Raketen, alles dabei. Ey, jetzt wird's richtig ab, geht's richtig ab, sag ich euch. Wir nehmen jetzt auch die ganzen dicken Raketen mit. Sieht so krass aus. Ja. Ich soll dir was zeigen. Was denn? Schau mal. Zeig mal was. Zeig mal, Leontine, was kannst du denn so? Bam! Bam! Boah, richtig geil. So, Leute, ich zünd jetzt meine zwei Batterien. Und dann, wenn es 0 Uhr ist. Geht's richtig ab, Leute. Gleich ist 0 Uhr. Wir machen uns bereit. So, let's go. Erstes an. Zweites an. Ich mache die für Leontine an. Leontine, jetzt geht's los. Dein Silvester. Let's go. Bist du bereit? Ja. Und? Bam! Wow, Leute! Wow! Oh mein Gott! 0 Uhr ist gerichtet ab! Junge! Alter! Wow! 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 Ey, das war so krass. Alter, geisteskrank, ne? Junge, Junge, Junge. Ey, Leontine, komm mir mal die nächste Batterie von dir. Wir machen hier bitte in der Innenstadt. Ja, okay, Leute. Bitte. Ja, machen wir. Viel zu laut. Alter, das war ja so krass gerade, ey. So, Leute, jetzt zünden wir erstmal so eine richtig. Ey, die richtig fette hier. Alter. Leontine, die ist so krass. Ja. Die ballert richtig. Gibt euch mal 26 Sekunden Brenndauer. So, würde ich sagen, ja. Hier geht's ja schon richtig ab in Berlin, ne? Dann machen wir es jetzt. Leontine, bist du bereit? Ja. Ja, Mann! Es geht los! Wow! Oh! Oh mein Gott! Der kommt der Eskalation! Boah, Bruder! Boah, bam! Oh, Junge, Junge, Junge! Es geht wieder komplett! Alter Schwede! Mega! Geisteskrank! Wow! Bruder! Ey, das war so krass, das Ding. Leute, hier geht's richtig ab in Berlin. Da vorne brennt schon irgendein Haus. Ich weiß nicht. Wir ballern hier jetzt aber richtig weiter, ey. So, Leute, jetzt geht's erstmal richtig ab. Jetzt zünden wir erstmal so Raketen. Ey, Leute, hier geht's richtig ab, sag ich euch. Ey, so krass. Guck mal da hinten. Boah, ey, Junge. Geisteskrank, die Leute hier. Wir kommen mal erstmal die Batterie. Wie gesagt, ich zünde die für Leontine, safety first. So, Leute, let's go. Leontine, seine Batterie. Abfahrt. Wow! Oh mein Gott! Alter! Geisteskrank, ne? Wow! Leute! Junge! Ne, krass, ne? Alter! Boah. So, Leute, das geht jetzt weiter. Marvin zündet jetzt erstmal die Rakete. Genau, Leontine, nimm mal. Abfahrt! Und? Bam! Oh, Alter! Alter, Leontine, guck mal, da hinten, wie die am Ballern sind, ey. Ja. Da geht's auch richtig ab, ne? Zünde jetzt hier jetzt. Ja, die nächste Rakete, ne? Ey, Junge. Alter. Die ballern hier alles weg. So, Leute, wir zünden jetzt erstmal zwei Raketen auf einmal. Genau, Leute, jetzt geht's richtig rund hier. So, seid ihr bereit? Und los geht's. Guten Flug, ihr beiden, ne? Und. Bam! So, Leute, wir zünden jetzt drei Raketen auf einmal. Oh ja, let's go! Drei auf einmal, Leontine! Es geht los! Wow! Wie waren die? Richtig geil! Was machen die denn da? Inspektor, ey, Harry Potter spielen die da drüben. So, Leute, wir zünden jetzt einfach die krasseste 500-Euro-Batterie. Let's go, Leute. Ich mach das jetzt. So, Leontine, geh schon mal in Deckung da hinten. So, und zwar hier haben wir die beiden. Eins, zwei, let's go, Leute. Schalte Sicherheit, jetzt geht's los hier. Wow! Oh mein Gott.
Party? Richtig geil! Ja, Mann! Ey, das ist fett! So, Leontine, jetzt kommt deine nächste Batterie hier dran. Mal schauen, wie die ist. Ja, so eine kleinere ist das, ne? Ja, ja. Ich bin mal gespannt. Warte schon mal, so wird sie sein. Alter, grün? Ja. Ey, die ist ja richtig fett, da bin ich gespannt. 25 Meter schießt die hoch. So, let's go. So. Oh, grün. Richtig geil. Oh mein Gott. Die ist ja krass. Alter. Wie fandst du die? Ey, die war richtig geil. So, Leute, wir haben jetzt hier noch so zwei Batterien. Ja, ich bin mal gespannt, wie die sind. Und die werden wir jetzt auf gleichzeitig zünden. Genau, machen wir jetzt, Leute. Let's go. Die wird ein bisschen sprühen und die andere macht so, ja, die schießt halt in die Luft. Glaube ich mal ein bisschen. Also, die knistert gleich. Boah. Alter. Junge. Boah. Geisteskrank, ne? Schau mal. Junge, Junge, Junge. Leute, gibt es das mal? Gleich fängt die andere auch an. Kommt da mal was hier? Nein, das kommt auch gleich. Let's go. Hier, Leute, gibt euch die mal. Jetzt kommt die. Irgendwie, wie ist die? Jetzt 3 Uhr morgens. Jetzt werden wir erstmal hier noch durch ganz Berlin fahren und werden schauen, was hier so alles ist. Genau, hier geht noch ordentlich was ab, Leute, sag ich euch. Eben hat es ja schon richtig geballert die ganze Zeit. Wir gucken noch mal hier ein bisschen, ob wir noch was abchecken können. Leontina, da hinten ist richtig gekracht. Oh mein Gott, da brennt es richtig. Da hinten, Leute, da brennt es einfach. Digga, ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also hinter da sind jetzt gerade die Raketen, aber da brennt es. Ey, es ist komplett eskaliert, Leute. Wir blenden euch gleich mal nach Bildern. Wir gucken, dass wir jetzt gleich mal da hinkommen. Einfach Feuer. So, Leute, jetzt kommen hier die nächsten beiden Batterien. Let's go, 1 und 2, Abfahrt. So, mal schauen, wie die sind. Mittlerweile haben wir schon um 5 Uhr morgens. Wow, Alter. Ja, richtig krass hier. So, wir sind jetzt noch kräftig am Böllern, haben noch richtig viel. Tobi, nimm mal. Ja. Ich lass mal eben das Ding hier. Keine Abgabe an Unterperson unter 18 Jahren. Wollen wir mal testen. Guck, was passiert. Alles. Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, bringen wir doch mal auf die Luft, ne? Ja, ja. Das Ding einfach hier rein hier. Nein! Ganze Raketen hier an. Alter, das sind 50 Stück. Richtig fett, 50 Stück, Leute. Oh oh. Oh. Alter, da bin ich mal gespannt, wie die so sind. Ich würde sagen, wir machen das. Mal 3 Stück in der Runde. Wow. Wo fliegen die hin? WTF? Oh mein Gott. Hier, guck mal, was ist das für eine Fläche. Ich glaube, das sind so. Die darf man, glaube ich, in der Hand halten. Ich kenne die, glaube ich. Alter, oh! Ey, Leute, es ist. Ey, es ist komplett eskaliert hier, Leute. Eskaliert. Die ganzen Scheiben sind kaputt von der Bushaltestelle. Ja, ja. Guckt euch das mal an hier. Haben die mit dem Ballern gerade kaputt gemacht? Aber dafür, man kann ja hier noch sitzen. Genau, Leute. Guckt euch das mal an. Junge, Junge, alles Schrott hier. Digga, ist ja komplett eskaliert. Richtig Schrott hier. Guck mal hier die andere Seite. Boah, ey. Oh mein Gott. Ey, Leontine, die haben ja komplett übertrieben. Ist alles Schrott, ne? Lass mal jetzt noch weiter, ne? Noch ein bisschen knallen hier. Leute, jetzt gerade richtig geknallt, ne? Oh mein Gott, das war richtig schlimm. Schau mal die beiden Autos an. Schau mal, der wollte eigentlich nur schieben und dann ist das passiert. Ja, Alter, voll kaputt das Taxi. Digga, ey, das ist einfach alles hier in Berlin. Da will man hier einfach nur entspannt Silvester feiern, Leute. Oh mein Gott, der hat ihn da so reingeschoben, Leute. Gib mich das mal. Nicht reinpassen. Guck mal. Alles kaputt. Ey, wir hoffen auch immer, dass es ihm gut geht. Digga, ist echt schlimm gewesen hier. Bruder, ey. Oh mein Gott. Aber die Seite richtig. Richtig schlimm. Digga. Junge, 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 ey. Das Taxi sieht auch richtig übel aus da vorne. Ey, Jungs, ich würde sagen, lass uns mal weiter ein bisschen ballern gehen, ne? Ja, ja. Let's go, Leute. So, Leute.
Leute, die Knaller sind jetzt weg. Wir müssen jetzt erstmal neue holen. Lass mal gucken, was wir gleich von dir anzünden und so. Warte mal, wir rufen da an. Warte. Geh mal ran. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag, hier spricht die Polizei Mannheim. Spreche mit mir im Blog. Ja, hallo? Und zwar wurde uns von Ihren Nachbarn wurde uns mitgeteilt, dass Ihr Haus brennt. Und zwar, womöglich ist eine Silvesterrakete in Ihr Haus gefahren. Zwei Streifen sind schon auf dem Weg zu Ihnen. Ey, dein Haus brennt einfach, Leontin. Weil das Haus in Mannheim, er ruft mich zwar gerade an, aber das läuft ja auf meinen Namen, aber das ist ja deins. Hä? Hey, was ist da jetzt passiert? Also, welche Straße ist es genau? Ja, zwischen Mannheim. Ist das nicht Ihr Gebäude? Ey, doch, das ist genau dein. Das ist genau dein Haus. Das brennt jetzt gerade durch eine Silvesterrakete, oder was? Die Feuerwehr ist schon auf dem Weg, um den Brand zu löschen. Wie? Sind die auch zufällig dran hier? Nee, wir sind nicht hier. Nee, wir sind in Berlin. Wir feiern gerade Silvester. Wir wollten gerade hier die Knaller in die Luft jagen weiter. Wäre es Ihnen möglich, vielleicht nach Mannheim zu kommen? Weil wir müssten jetzt einige Dinge klären, je nachdem, was die Feuerwehr uns dann mitteilt, was genau die Ursache war für den Brand. Nein. Ja, wir würden es denn jetzt auf den Weg machen, aber wissen Sie, wir sind in Berlin. Ja, kommen Sie einfach an der Wache vorbei direkt und wir klären das dann einfach. Oh mein Gott. Alter. Ey, das ist durch eine Silvesterrakete passiert, oder was? Die erste Vermutung liegt nahe, dass es eine Silvesterrakete war, aber müssen es halt noch genauer untersuchen. Ja, und jetzt brennt das Haus, oder wie? Ja, von außen sieht man Rauchwolken und man sieht auch durch das Fenster, dass es brennt. Ich kann Ihnen auch gerne Bilder zukommen lassen. Oh mein Gott. Nein. Wie es Ihnen lieber ist. Also ich würde Ihnen raten, sich jetzt mal auf den Weg zu machen zurück. Ja, okay, dann machen wir das jetzt, ne? Nein. Danke erstmal. Und hoffe, ist da sonst was passiert bei den Nachbarn oder so? Nee, das war nur Ihr Haus. Die Nachbarn haben uns alarmiert. Digga, dein Haus brennt einfach, Alter. Oh mein Gott. Ja, wir kommen sofort. Ich danke Ihnen erstmal, ne? Tut mir wirklich leid. Ja, ist kein Ding. Danke. Alles klar. Jo, ciao. Mann. Ey, Leute, ihr habt's gehört. Ey, was für Pech haben wir. Wir haben ja vorhin noch gesehen, da haben wir ja gesagt, dass da am Kudamm das Haus brennt, ne? Alter. Und jetzt brennt deins auch noch. Deine Bude brennt. Oh nein. Die hast du gerade neu geholt, die Zweitwohnung. Aber zum Glück ist das nicht das Haus, wo du mit deinen Eltern drin wohnst, sondern dein ganz neues Haus, ne? Ja. Ist ja auch gerade erst noch ganz frisch, Leute. Leontin hat sich jetzt noch ein eigenes Haus geholt, wollte jetzt gerade noch frisch einziehen. Bist ja jetzt auch schon 8, wird Zeit, ne? Ja. Oh mein Gott, Leute. Ich würde euch sagen, wir machen es jetzt auf den Weg. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos ciao. Abo. Ciao. Ciao, ciao.